flame, and even now, but and so. Ja. Jetzt wiederholt er alles. Und was wir noch machen können, ist die Waffe durchdringen. Das zeige ich mal ganz kurz. Also nur das Menü. Hier sehen wir, mit was wir die Waffe alles durchdringen können. Also wir haben 10 Sachen zur Auswahl. Einmal Magie. Wie man sehen kann, hier seitlich verringert das den physischen Schaden, fügt aber Magieschaden hinzu. Und verringert auch hier die Skalierung für Geschicklichkeit und Stärke, fügt aber eine magische Skalierung zu. Sogar eine ziemlich gute. Das ist halt so für die Chars, die, also Magier-Chars, ziemlich gut geeignet, Magie. Dann gibt es den Feuer. Das ist dasselbe, nur eben mit Feuerschaden. Also man sieht hier unten Feuerskalierung. Blitz. Geht auf Blitzskalierung, ist auch wieder dasselbe. Mit Blitzschaden halt, genauso wie mit Finsterschaden. Finsterskalierung. Das hier ist Gift. Das fügt der Waffe Gifteffekt hinzu. Also je öfter man einen Gegner sticht, irgendwann wird er vergiftet und er leidet dauernd Schaden. Dann Blutung. Das funktioniert dann so ähnlich wie bei uns. Wenn wir den Gegner oft genug treffen, verliert er instant einen Haufen Lebenspunkte, wenn seine Blutung hoch genug ist. Wie bei unserer Blutung auch. Dann gibt es Original. Original ist das neue, genau, Crude, Raw, also Raw Stones. Also in Dark Souls 1 waren die Waffen dann halt selber Crude, nicht Original. Das macht halt hat in Dark Souls 1 die Skalierung total weggemacht, aber die Waffe geboostet. Hier macht es die Skalierung total schlecht und boostet die Waffe. Dann gibt es Magisch. Verzaubert. Verzaubert ist fast wie magisch. Also es fügt eine Intelligenzskalierung hinzu, lässt die Waffe aber physisch, sodass sie halt auf Magie skaliert. Also auf Int skaliert. Wenn man halt keine rein magische Waffe haben möchte. Und dann gibt es noch einfach. Das habe ich auch noch nie ganz verstanden. Angeblich tut einfach auf dem Attribut dann skalieren, was die niedrigste Stufe hat. Was ich irgendwie immer etwas komisch finde. Und das hier, was wir nicht auswählen können, ist die Waffe zu entzaubern. Also mit Pfahlsteinen. Das können wir halt nicht auswählen, weil unser Speer ja nicht verzaubert ist. Wir können theoretisch auch Schilde verzaubern. Dadurch verbessern wir halt entweder magisch ihren magischen Schutz, also wir können nur diese drei hier machen, diese sechs. Entschuldigung, verzählt. Die drei können wir nicht machen, so wollte ich sagen. Also wir können das Schild mehr Blutungsschutz geben, mehr Giftschutz, Finsterschutz und so weiter. Man sieht aber, die anderen Sachen werden dadurch schlechter. Deswegen lassen wir das mal. Ja, und verschwinden. So. Oh, hier ist ein Phantom. Also ja, ich muss sagen, Dark Souls 2 ist noch relativ belebt. Was ich gut finde. Au. Weg mit dir. Weil Dark Souls 3 ist hier jetzt schon seit einer Weile draußen. Also seit ungefähr 2,5 Wochen. Und ich spiele es ja auch regelmäßig. Wow. Und ich muss sagen, Dark Souls 1 ist irgendwie ziemlich leer geworden. Wow. Was Spieler angeht. Also ich finde in Dark Souls 1, wenn ich das aber zum Beispiel spiele. Wow. Seht ihr jetzt namenlosen Soldaten? Kaum noch Rufsymbole von anderen Spielern. Und Nachrichten auch nicht so wirklich. So, das hier wird jetzt mies. Da oben ist nämlich der Schütze. Also das ist der einzige gefährliche Schütze, den wir hier haben. Den hole ich am besten irgendwie mal runter. Habe ich noch Pfeile? Ausgerüstet? Nein, Eisenpfeile. Falsche Waffe.
Au. So, der ist schon mal weg. Und der andere, der will wohl gerade nicht so. So. Gut, nochmal einen trinken. Den Bogen legen wir mal wieder ab. Schnappen wir uns unseren Speer. Wenn ich ganz vorsichtig da lang gehe, spawnt der erstmal nicht. Nein. Gut, ich glaube, ja, ich muss erst einen bestimmten Bereich betreten, dass er spawnt. Wow. Ja. Genau. Das könnte schmerzhaft werden. Hat aber gerade noch so geklappt. Ja, stich ruhig zu. Ich hätte mein Schild ablegen sollen. Autsch. Okay. Jetzt macht er das, obwohl ich schon tot bin. Okay. Weil mein Schild tut ja auch mein... meine Ausdauerregeneration vermindern. So. Und Ausdauer ist echt nicht schlecht bei dem Pursuer zu haben. So, da wäre mein Seelenhaufen. Ich wechsle erstmal wieder zum Kurzbogen. Schießt dem da in den Kopf. Niedriger. So, der ist weg. Der fällt runter. Au. In den Kopf. So, zur Not müssen wir uns einfach bei Macduff dann Pfeile besorgen. Also erstmal entferne ich das. Wechsel wieder auf meinen Speer. Töte den. So, jetzt lege ich meinen Schild ab. Denn der Schild ist hier kein bisschen hilfreich. So. Und da müssen wir... Au. Ihn hier besiegen. Keine Ausdauer haben ist nicht gut. Ah, das Trinken geht teilweise so langsam. Und er ist so dermaßen schnell. So, das war sein Tod. So. Gut.
Und so, jetzt wo wir ihn geschafft haben, haben wir uns auch mal ein Menschenbild verdient. Damit wir nicht mehr so grottig aussehen. Hier könnte man sogar jemanden beschwören. Hard Reset. Okay, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob das ein... ein NPC ist oder ein Spieler, der sich so genannt hat. Ich habe auch im Augenblick keinen Drang, es rauszufinden. Ich habe eher einen Drang, den da loszuwerden. Ja, dich da oben würde ich auch gern loswerden, kann ich aber nicht. Au. Ich will erstmal nur hier weg. Nämlich hier in die Dunkelheit. Oh, da liegt noch was. Der Hund hat noch was gedroppt. Noch eine Seele eines namenlosen Soldaten. So, Dunkelheit bedeutet, ich brauche eine Fackel. Denn da drin sind wieder Kohlepfannen zum Anzünden. Eine jedenfalls. So, dann kann ich das mal wegstecken. Und hier sind die Jungs. Au. Die sind... recht garstig, weil die so eine Explosion können, wenn sie sich hinschmeißen. So. Flammenschmetterling, zwei Stück. Gut gemacht, Skelett, ja. Und man hat gesehen, das macht nicht wenig Schaden, diese Explosion von diesen Jungs. So, hier brauchen wir den uralten Schlüssel. Hier geht es nämlich in einen Hinterhof. Wow, triff den blöden Hund. Mach ihn tot. Und der droppt sogar ein Menschenbild mal. So, das waren aber hier drin nicht die einzigen Hunde. Ja, komm ruhig runter. Da oben sieht man eine Leiter, aber an die kommen wir erst sehr, sehr viel später ran. Wir können hier wieder mal versucht angreifen, aber Vorsicht vor Hinterhalt, ja. Das stimmt allerdings. Und da wäre auch noch eine Leiter, wo wir hochklettern könnten und eine Türe, wo wir reingehen könnten. Wir machen aber erstmal das hier. Hier kommen nämlich jetzt solche Jungs. Wow. Die wir schnell ausschalten sollten. Und hier ist das Wanderer-Set versteckt gewesen. Also die haben das Set bewacht. Die wurden damit eingesperrt. Also kann sein, dass einer, mit dem sie eingesperrt wurden, das Set anhatte. So, einmal aufspießen. Und ja, hier drin ist es wieder Zappenduster. Wow. Einmal Hurra für Rollen. Und ich weiß gerade gar nicht, war hier oben eine Kohlepfanne, die wir anzünden können? Nein, hier oben ist nur ein Secret. Groß, Seele eines namenlosen Soldaten. Und ja, da drin ist dunkel. So, nachdem wir hier drin aufgeräumt haben, können wir... wie ganz normale Menschen mal die Tür nehmen.